So, da sind wir auch schon wieder hier zurück bei Minecraft. Wie ihr seht, habe ich hier den kompletten hinteren Teil weggerissen. Und zwar habe ich irgendwo einen Murks eingebaut. Deswegen hat das Ganze nicht funktioniert. Naja, auch egal. Dann bewegen wir uns vorerst nur mal in die Richtung da vorne. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Wenn jetzt mal schauen, also hier ist jetzt eine Bedbox, die hier diese Geräte auspuffert, denn die brauchen etwas mehr als wie das Auf und Ab, wobei ich hoffe, dass wir hier mit einer Solarzelle in einer Bedbox auskommen. Was aber eher unwahrscheinlich ist. Ich überlege mir jetzt gerade, wie wir das alternativ routen könnten. So, Bundles, Cable und die Covers. Also im Inventar, das war gerade ziemlich voll, als ich die Bedbox craften wollte. Naja. So. Soweit ich das vorher getestet habe, sollte alles sich bewegen. Ich hoffe, dass das jetzt natürlich auch noch funktioniert. So. Gut. Jetzt müssen wir natürlich irgendwo den Computer platzieren, ist ja klar. Da machen wir uns hier, denke ich, so eine kleine Plattform noch dazu. So. Lieber noch eins. Gut. Dann kommt hier der Computer her. Hier kommt unser Wireless Transmitter. Die habe ich auch vorbereitet. Advanced, und zwar 1 auf Quarry Dick, also dass er hinein arbeitet. Jetzt müssen wir schauen, wo wir das hier unterbringen. Natürlich habe ich kein Red Alloy Wire mit, nur die Jackets. Klatschen wir den mal hierher, den Receiver. So. Dann holen wir Red Alloy Wire und craften auch gleich den Computer. Und da fällt mir ein Chunkloader, werden wir auch brauchen. Naja. Also jetzt, da brauche ich eins davon, danke sehr. Und Computer. Jetzt sollte man halt wissen, wie die gehen, aber ich habe schon eine Idee. Eine Glasplatte, ein Redstone und Stone. Hoppala. Zack. Sehr schön. Bin gerade draufgehauen, ich werde dann auch das Computercraft-Wiki aufmachen müssen, denn ich habe schon ewig lange nicht mehr mit Bundled-Cable gearbeitet. Na komm. So, ach so, da unten ist es eh schon. So. Sehr schön, jetzt brauchen wir mal die Ender-Chest hier draufstellen. Die natürlich das Ganze dann bearbeitet. So. Lua, gehen wir mal rein. Und zwar os.set Computer Label. Und zwar Quarry. Red Power Quarry. So, Exit-ID, so. Gut, hinten ist das Bundled-Cable dran. Wobei blau eben vom
vorwärts ist, weiß ist, runter und orange ist. Rauf mit dem ganzen Zeug. Gut. Wo ist mein zweites Gerät? Wie immer natürlich computercraft.info. Und dann gleich ab ins Wiki. Was brauchen wir? Wir brauchen die Red Power Dings. Wo ist denn das drinnen? Redstone API könnte sein. Schauen wir mal. Send Bundled Output, das schaut ganz gut aus. Gut, dann machen wir gleich ein Programm. Edit Query. Gut, dann werden wir jetzt mehrere Funktionen machen. Ich denke mit Pools fangen wir an. Natürlich wäre halt nicht schlecht. Times, wie oft, Halleluja. Das soll ich hier jetzt unterprogrammieren. Eins, zwei, drei, vier. Ne, irgendwie gehen wir das anders an. Ich überlege mir da eben was und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt mal als kurze Erklärung. Wir haben jetzt drei Funktionen und zwar Dig, also die immer unten den Blockbreaker aktiviert, mit einer Schleife, die er so oft macht, wie ich es eben sage. Dann Redstone Set Output Left, heißt einfach diesen linken Ausgang auf True setzen, also auf 1. Dann warte eine halbe Sekunde und schalte dann wieder aus. Dann warte wieder eine halbe Sekunde. Dann hochfahren, wieder die gleiche Schleife wie oben, nur dass wir eben Redstone.set Bundled Output, da wir hinten einen Bundled Cable haben. Ich muss eben mit der Taste herumfahren, also hinten hier Back. Und dann Colors.Orange, eben Orange ist ja rauf. Dann wieder warten, eine halbe Sekunde und wieder auf 0 setzen und eine halbe Sekunde warten. Und hier ist dann die Runterfunktion, die ist gleich aufgebaut, nur mit Colors.White. Was wir jetzt brauchen, ist eine Cycle-Funktion. Wieder mit Times, und zwar wie oft, dass wir, habe ich mir gedacht, hoch, runter und so weiter fahren sollen. Also for i ist gleich 1 times 2, 3, 4. Also was müssen wir als erstes machen? Auf welcher Höhe sind wir endlich? Wir sind hier auf 189. Ich werde jetzt mal, denke ich, den Arm zuerst einfahren komplett. Gerade mir überlegen, ob da irgendwas passieren kann. Hier können wir normal, ja, klatschen wir lieber überall Cover hin, wo wir in die Nähe kommen. Auch hier hätte ich gesagt, hoppsa, damit uns da nichts in die Quere kommen kann. So, der schaut sowieso darauf. Vorher stehen wir ja, da können wir eigentlich ziemlich weit drauf fahren, sehe ich da gerade. Wie viele Blöcke sind das genau? Wir haben da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Fahren mal 6 nach oben. End. End, so.
Also ab. Na, ich komm da nie auf Tabulator, aber springt immer so weit rüber, verstehe ich jetzt nicht. Ab 6 Mal haben wir gesagt. Quarry. So. Sind wir mit dem Gestell auf welcher Höhe? 187. Warte mal eben. F3. Ups, Screenshot gemacht. Und zwar sind die Füße auf 185. Ja. Also das hier, die Blockbreaker sind auf 185, das heißt, sie könnten ja 185 Blöcke nach unten gehen. Ne, 184. 184. 184. Wo ist mein Kugelschreiber da? 184. So. Ah, das hängt aber davon ab, schauen wir mal, ob der hier schon ziemlich fertig ist. Ob der Boden komplett flach ist. Angeblich ist er das bei Flat Worlds, also Flat Worlds, die per Wüstgriff generiert worden sind. Das heißt, wir könnten wirklich komplett runter auf die unterste Ebene. Ich schätze aus von der Zeit her, jo. 9 Minuten noch ungefähr. Und hier dauert das Abtauchen, dauert natürlich seine Zeit. Ja, also ist eh schon einiges weit runtergekommen. Aber unser Red Power Core wird dann natürlich um einiges schneller sein, glaube ich zumindest. Wir werden sehen. Ich hoffe dann unser Sorting-System. Oh, auf 175 sind wir, okay. Also ich hoffe, unser Sorting-System kommt dem danach. Gut, wenn aber das hier jetzt nicht anzeigt, wie tief wir unten sind, dann werden wir doch einfach ein Loch bohren. Ui, da wird es ganz schön finster. Hoppala. Oh, da fällt mir ein, habe ich hier den Optionen? Nee. Habe ich mir doch fast gedacht. Denn sonst hätten wir schon was gesehen. Nee, da ist mir lieber. So. Also runter, 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 runter. Sind wir denn schon 115? Ja, es geht ja eh voran, es dauert nur ein wenig. Ja, langsam geht's wirklich runter. Hoffe nicht, dass wir in Lava fallen, wobei uns das mit Quantum Armor eigentlich auch ziemlich egal sein kann. Wir sind hier schon im Nether reingefallen und darin mehr oder weniger herumgeschwommen. Und oh, Kohle. Habe ich, glaube ich, auch schon mehr als genug. So, oh. Ach so, Quarz. Ich dachte schon Diamanten. Ich dachte schon. Naja. Oh, Sekorum-Klumpatsch. Wo sind wir denn schon? Ah, sehr schön. Ja, ist wirklich flach, wie man das hier sieht. Ja, sehr schön. Das heißt, wir können. Wo, oh, hier schaut es aus dem Inventar jetzt. Das heißt, wir können. Hier sind wir auf Layer 1, genau. Dann können wir wirklich 184 runtergehen.
Das dauert jetzt natürlich ein Zeitl. Was? Gab's gleich eben einen kleinen Bug? Naja, von mir aus. Edits Quarry, so. Also 184 können wir runtergehen. Also nochmal. Ach, da oben haben wir schon die Funktion Cycle. Eins, zwei, drei, vier und zwar. Nee, nicht Function, sondern for a ist gleich 1 bei Strich 184 haben wir gesagt. Do 1, 2, 3, 4. Down und zwar einmal nur. Nee, nicht 10 mal. Einmal, dann dick, upsa, einmal und dann wieder down, einmal. Und so, dann ist er 184 mal runtergefahren. Und jetzt brauchen wir noch eine Schleife, damit er auch wieder hochkommt. Ne, brauchen wir nicht, dann machen wir einfach ab 184, so. Ne, den Nuller können wir da nicht brauchen. Also wir fahren, sagen wir jetzt 1, das heißt 101, zack, 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 genau. Dann sind wir wieder hier oben. Wie habe ich denn das vorwärts genannt? Habe ich das überhaupt reinprogrammiert? Kommt mir gerade. Down, up, dig, nee. Function for. Wie schaut's aus von der Zeit? Okay, forward. Times. End. 1, 2, 3, 4. For. Ist gleich 1 times du, upsala, int 1, 2, 3, 4, red, wo hätte passt, stone.set, bundled, output, back, so, jetzt ist nur die Frage, welche Farbe ist es, ist es hellblau, light blue, tja, jetzt sollte ich nur wissen, wie die abgekürzt wird jetzt in Computercraft Colors API. Ah, okay. Colors. Light blue. Gut, dann Sleep. Hoppala. 0.5, falsches Klammer. Redstone.set bundlets output. Ach ja, falls wenn ihr interessiert, heute ist der 1. Mai. Damit ihr wisst, wann die Aufnahme ist, so. Und dann noch mal ein Sleep 0.5. So. Control Save, so. Jetzt ist die Frage, wie habe ich die Funktion jetzt genannt? Vorwärts gleich, gell? Vorwärts, genau. Vorwärts, jetzt ist nur die Frage, wie weit müssen wir vorwärts? Wir stehen hier hinten immer mit dem Ding. So, mit dem hintersten. Und 3 geht es nach vorne, also bis da. Ist sowieso rausgefressen. Das heißt, wir wissen, wie viele vorwärts. 1, 2, 3 müssten wir uns vorwärts bewegen, damit wir wieder über einen neuen Loch sind. So. 3. Und dann fängt das Ganze wieder von neuem an, wenn ich das richtig sehe. Cycle, jo, genau. Dann speichern wir das Ganze wieder. Und geben hier Zyklus. Ach, meine Güte. Komisch, dass er immer so weit rüberspringt. Shit. Ach, ich will der nur in die Mitte. Zyklus. Und zwar wollen wir das Ganze nur einmal jetzt zum Test haben.
Oha. Und jetzt? Ach. Ja. Was könnte jetzt nun sein? Richtig, wir haben keine Frames mehr. So, Ctrl-T. Edit Query. Jetzt müssen wir eben mit der ganzen Geschichte hochfahren. 1, 2, 3. Ab 10 ist ja egal, denn er bleibt sowieso stecken. Dann holen wir, wie viele haben wir dabei? 56 sind fast ein bisschen wenig. Gut, dann testen wir die ganze Geschichte erst in der nächsten Episode. Ich hole hier eben, oh, es ist ziemlich finster, eine Partie Frames. Und wie gesagt, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Thanks for watching the Direwolf 20 Mod Pack Let's Play by Heidi777.